Und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls, dem Spiel, was ziemlich schwierig ist. ja, ich weiß, ich bin B, was ist denn? So, und letztes Mal hatten wir zerbrochenes Schwert, ein Holzschild gefunden. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Da habe ich auch nichts Neues. Da auch nicht. Ja. Brandbomben. Lieber nicht. Die brauchen wir bestimmt in einer verzwickten Situation, oder? Und da hinten ist noch jemand. Oh. Ah. Das war wieder der da. Oh. Gut, haben wir einmal hierher gelotst. Und von hinten den Rücken. Ja. Klappt doch wunderbar. Und wieder. Oh, shit. Und wieder. Das klappt doch eigentlich wunderbar, also. Ich weiß nicht, warum ich am Anfang so Probleme damit hatte, aber wenn man halt nicht weiß, dass man sein Schild weglegen muss, dann... Höllenkrieger. Nachricht lesen. Gelobt sei die Sonne. Ja toll, davon lese ich viel zu viel. Tod. Bewertung 11. Was ich machen wollte, war hier auf das Holzschild zu wechseln. Und jetzt mal gucken. Ah, lässt sich von dieser Seite natürlich nicht öffnen. Warum auch? Das scheint mir eigentlich alles ziemlich richtig, besonders weil da immer mehr Gegner auftauchen. Oh. Ja, du darfst ruhig hier vorbeikommen. So. Nächste Tod. Ah, da ist eine Kiste. Öffnen. Schatzkiste untersuchen. Schwarze Feuerbombe. Interessant. So, jetzt haben wir hier wieder Platz zum Kämpfen. Und ich weiß nicht, ob das hier gerade ein Zusatz ist oder ob das wirklich der normale Weg ist. Okay, sieht nicht so aus, als ging es hier weiter. Aber hier geht's irgendwie weiter. Oh. Und
und ich lote ihn mal hier rein, weil hier drin kann ich besser um ihn herum tänzeln. Und die Brandbombengefahr ist weg. Oh Scheiße! Das ist einer von den Brandbombenwerfern. Okay, ich selbst kann das mit den Brandbomben wohl nicht so gut. Aber nehmen wir mal einen Schlag vor. So. Da die Dinger mir bald ausgehen, habe ich eigentlich fast nur noch. Die Wahl nochmal zurückzugehen zu dem Feuer. Also sind die immer noch da. Ja, die sind immer noch da. Und jetzt fühle ich mich so ein wenig verarscht. Y umschalten, Nachricht lesen. Ja. Viel Erfolg. So, am Leuchtfeuer rasten wir jetzt, weil mir das sonst zu viel ist. Und wir können Sachen machen, wie aufsteigen. Ja, wir haben 3000 Seelen. Bisschen in Beweglichkeit investieren. Zauberei. Bisschen in Vitalität. Ja, da steigen dann so Trefferpunkte. Ach, und nochmal was in. So. Es kann nie schaden. So. Jetzt sind natürlich auch die hier wieder zurück, aber ich habe. Was? Ich habe nur 5? Ich dachte, man kriegt da 10. Seltsam. Okay, dann ist mir schon mal klar, hier kommen wir nicht weiter. Von hinten in den Rücken und wir machen schon mehr Schaden, wie man sieht. So, jetzt da unten. Huhuhu. Shit, zu früh runter. Aber dafür. Zack, boom. Erledigt. Und der nächste noch. Wenn wir schon so viel Freiheit haben.
Ja, man braucht immer noch eine gewisse Zeit. Aber ich habe das so mit dem von hinten den Rücken jetzt langsam drauf. So. Achtung vor dem Feind. Achtung, Geschoss. Oh. Ja, das hatte ich vergessen, dass der Laden da voll ist. Oh je. Und zack. Tja, ich sollte etwas vorsichtiger vorgehen, aber ich bin hier wortwörtlich um mein Leben gerannt. Da ist es nicht so mit der Vorsicht. Zack. Die Nachricht war tot, mit 11 Bewertungen. Gelobt sei die Sonne. Zack. Wieder einen erledigt. Hier war nichts. Aber hier. Na, da dreht er sich um. So. Und zack. Der Controller vibriert auch immer wieder mit. Plündern. Oh, ein Kurzschwert diesmal. So, mal sehen. Das ist einer, wo die Flak rauswirft. Hier stehe ich gerade gut. Da kann ich nämlich erstmal austesten. So. 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 Schwarzer Lebulkristall, schwarze Feuerkugel. Ja. Testen wir das doch mal aus. So. So, A raufklettern. Okay. Okay, der ist leider runtergefallen. Ich jetzt auch. So. Aber da können wir den hier wenigstens looten. Die Brandbombe. Wie unerwartet. Da merke ich gerade, ich bin ja kurz vorm Atmen. So. Gut. Raufklettern.
So, ja, erledigt. Und der andere ist auch wieder runtergefallen. Die haben alle Brandbomben bei sich. Leiche plündert. Seele verlorener und toter. Absprung. Tolle Aussicht. Ja, die Aussicht ist wirklich toll. Aber ich glaube, hier springe ich nicht runter. Wäre mir ein bisschen zu gefährlich. Da ist eine Nachricht, dass du versuchst mit treten. Tja, die hätten wir locker runtertreten können. So. Noch den letzten hier unten ausnehmen. Ja, und das war's dann auch schon wieder für heute mit Dark Souls. Gelobt sei die Sonne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.